Ja, brennen eine. Jawohl. Ja. Ich kenne Krebsliga nicht. Ja. Ja, die habe ich. Kenne ich, die habe ich auch schon gehört von denen. Ja. Ja, ich kenne Krebsliga schon, ja. Ja, ich kenne Krebsliga. Ja, nach meiner Meinung in erster Linie eine Forschung auf dem Gebiet von Krebs, wie dass man das auch könnte heilen und so weiter und so fort. Da bin ich ehrlich, ich habe es zwar schon mal gehört, den Namen, aber was sie genau machen, habe ich mich noch nie mit befasst. Also ich glaube, sie tun betroffene Leute, also wer mit Krebs diagnostiziert wird, dann finanziell unterstützen und ich glaube auch im Sinne von Care-Team. So ich würde ja annehmen, das ist vielleicht so ein Verein, der sich für Anliegen von Krebserkrankten würde einsetzen würde. Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Es ist, ich denke, sie hilft mit zur Prävention, dass man weiss, was Krebs verursachen kann, auf was sollte man achten. Nicht genau im Detail, aber ich weiss oder ich nehme an, dass ihr euch für Krebsleidende einsetzt und Folgen und Familie und so weiter. Aber was das genau beinhaltet, weiss ich nicht. Forschung vor allem. Also, ja, ich glaube, das ist so das Hauptding, Forschung oder auch Leute mit Krebs unterstützen. Ja, es ist eine Organisation, die natürlich viel informiert, weil die Leute ja auch Fragen haben zu diesem Thema und vielleicht auch präventiv wirkt, kann ich mir vorstellen, so, was ich darüber weiss. Zum Beispiel das Krebstelefon gibt es. Da kann man eben sich über Krebs informieren, egal ob man da jetzt selber Krebs hat oder ob man da ja, Angehörige hat und einfach möchte reden. Und auch mit finanziellen Unterstützung, so viel ich weiss. Glaube ich. Ja.